Hallo Leute, willkommen zurück. Entschuldigt, dass gestern keine Folge rauskam. Wir haben aber ein bisschen viel mit dem Server zu tun und ich habe ein bisschen viel mit Uni gerade zu tun. Also eigentlich nicht mit Uni, sondern eher mit den Freizeitbeschäftigungen in der Uni. Dementsprechend hatte ich gestern leider keine Zeit aufzunehmen. Dafür wird das jetzt ein bisschen mehr. Und um keine Langeweile zu erzeugen, habe ich zwei Leute, die blöde Kommentare zu dem ablassen können, was ich so mache hier. Genau, das werden wir auch tun. Ja, das will ich hoffen. Ich will es stark hoffen. Gut, wir fangen jetzt erstmal an, die Energieversorgung auf BC-Niveau ein wenig anzuheben und werden danach dann direkt die IC-Energieversorgung anheben. Das ist eine sehr schöne Sache, weil darum habe ich auch Drake hier. Der kann mich dann schön nerven, dafür werden wir nicht gleich ein paar Maschinchen bauen müssen. Das heißt, die nächsten paar Folgen wird es definitiv einen Haufen Technik geben, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich keine Ressourcen mehr habe. So, ich habe schon ein bisschen Invar vorproduziert, weil das brauchen wir auch gleich. Hardened Glass habe ich auch gemacht, Elektrum habe ich gemacht. Ah, ich bin echt gut vorbereitet diesmal. Ausnahmsweise mal. Und hier ist die Energiezelle. Die wandert jetzt hier zwischen. Dafür kommen die Engines erstmal ab. So, klack. Die kommt dann quasi hier rein, aber ich nehme jetzt die volle von unten, damit wir hier oben auch weiter arbeiten können. So, klack. Okay. Ach, das ist nur ein Cellframe. Das ist natürlich sehr schlau. Man sollte Energiezellen auch zu Ende produzieren, wenn man sie gefüllt hat. Wie war das mit gerade mit, ich bin gut vorbereitet? Ich war gut vorbereitet, ich habe ja alles schon gefüllt. Was meinst du, wo ich letztes Mal war? Im Kreativmodus? Nee, mit Sicherheit nicht. So, okay, die Energiezelle ist hier dran. Das heißt, wir können jetzt hier alles schön powern und ey, das ist so übel, was dieser Thermionic Fabricator zum Beispiel frisst. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Die laufen hier jetzt einfach nur leer, die Dinger. So, ansonsten ist hier alles voll. Ja, sehr schön. Gut, dann gehen wir mal rüber, bauen die Energiezelle zu Ende. Und dann bauen wir uns gleich noch ein paar Engines. So, um den Lavatank auch ein bisschen leer zu kriegen. Und ich muss dringend wissen, hat jemand von euch beiden im Kopf, wie weit so ein Industrial Information Panel funktioniert, wenn man ein Range Upgrade drin hat? Oh Gott. Weil ich habe eins reingemacht. Und ich Range Upgrade müsste eigentlich weit gehen. Ja, deshalb, ich habe mich so ein bisschen gefragt, wie weit. Ich könnte es dir nur bei Applied and Logistics sagen, aber das kennst du ja wahrscheinlich selber, die Abmaße von denen. Ja, zumindest wenn man es Standard macht. Ich meine, es kommt ja da auch wieder ein bisschen drauf an. Ich brauche jetzt 12 zusätzliche Engines, das heißt, ich brauche theoretisch 24 Invagiers. Ich glaube, das wird äußerst knapp. Oh ja. Okay. Aber passen. Gut, dann brauche ich Pistons. Le Piston. Wo ist er? Dann können wir nämlich endlich hier auch mal aus dem Hauptsystem alles verbannen. Aus dem Haupthaus und können es endlich mal ein bisschen rüberstellen. Das ist nämlich schon nervig genug so. So, Silber. Und Redstone. Für 12 Coils. Ja, arbeitet ja alle beide nicht so viel mit BC, wa? Doch, ich habe ja jetzt bei mir auch. Ich rüste ja auch alles jetzt um. Also Buildcraft habe ich doch jetzt auch einige Sachen wieder drin. Da ich keine Ahnung habe, in welcher Folge das ich gerade bin. Ich habe jetzt auf jeden Fall 12 neue Magmatic Engines. Das heißt, also im neuen Haus habe ich mittlerweile 8 Energy. Den Energy Conduits. Wie heißen die Dinger? Ich kann mir den Namen nicht merken. Du meinst Energy Cells. Redstone genau. Energy Cells. Und ich brauche keine Conductance Coils, sondern ich brauche. Was war das? Reception, glaube ich. Und ich brauche mit Buildcraft Energie habe ich jetzt gearbeitet okay. für meine Bienen. Also ein Signal von einem Sensor geht 8 Blöcke weit. Ja.
Und ein Range-Upgrade verdoppelt es. Das heißt 16 Blöcke nur? Kann ich da mehr Range-Upgrades reintun? Ich glaube, du kannst sie zusammensetzen. Weil das ist nämlich eine echte Frage. Ansonsten komme ich nämlich nicht mehr an meinen Tank ran. Das wäre ja echt doof. So. Okay, die Zelle wird hier gefüllt an meiner tollen Speicherstation. Da steht dort, jedes Upgrade verdoppelt die maximale Range. Oh, das ist ja dann potenziert sich das ja hoch. Ist ja, ja schön. Es ist ja 64 hoch, keine Ahnung. Ich bin Mathematiker, aber das ist ganz schön weit. Du bist kein Mathematiker, ich auch nicht. Ich habe keine Ahnung von Mathe. Ja, dann müssen wir mal gucken. Der ist ja im Prinzip wie diese Schachbrett-Dings, ja, ne? Richtig. Ja, das ist eine Potenz. Ja, 64 Felder oder was? Das sind ja Milliarden von. Kann ich mir nicht vorstellen. Warum nicht? Das ist ja ein bisschen viel. Naja, es kommt halt darauf an, wie viel man reintun kann. Das ist ja auch wieder die Frage. Gut, wenn du da 64 reinpacken kannst. Ja, jetzt musst du aber probieren. Kann ich hier nicht probieren. Nix da. Ich glaube, ich habe zu viele Engines gebaut, sehe ich gerade. Man kann in Minecraft irgendwas zu viel bauen? Du erinnerst dich gerade an meinen Klotzi auf dem Server? Ja. Okay. Du weißt, dass der Klotzinator auf Doom heißt, ja? Ja. Okay. Gut, nee, ich frag nur. Ja, ja. Du kennst mich. Du weißt, dass ich der Erste bin, der den zum kleinen Würfel macht. Ja, auf jeden Fall. Das wird noch übel. So, jetzt muss ich hier noch ein bisschen Liquidukte verlegen und ich glaube, ich habe nicht mehr. Ich habe doch ein Jetpack. Warum habe ich das nicht an? Ja, ich und IC-Sachen, das geht immer gar nicht. So, erstmal schnell nach Hause. Und vor allem, was ganz wichtig ist, ich bin ja so ein alter Cheater. Ich muss wieder aus dem Peaceful-Mode raus. Ich wollte vorhin nur nicht angegriffen werden, weil ich ja hier gut schon eine Stunde rumstand. Und gewartet habe. So. Mhm. Wisst ihr, das mache ich nicht, wenn ich offline bin. Das machst du nicht? Nein, ich bleibe immer in die Bösen hauen mir auf den Kopf-Modus. Ja, nee, das Problem ist halt, ich habe mich ja draußen hingestellt und habe eigentlich darauf gewartet, dass ich die Aufnahme starten kann endlich. Und da hat es ja dann doch noch ein bisschen länger gedauert als erwartet. So. Liquidukte war Kupfer. So, ich hoffe, dass die Energy Conduits reichen. Ist auf jeden Fall viel, was da in Energie rüberkommen kann jetzt. Nicht muss, aber kann. Klack, klack, klack. Ich habe tatsächlich jetzt alles angeschlossen gekriegt. Aber ich glaube, dass mein Tank mit der Menge an Engines gerade ein bisschen überfordert ist. Ah ne, jetzt sind die Liquidukte wieder voll. Gut. Und ich habe immer noch 1,4 Millionen Buckets im System. So, 16, 17, 18. Na, hat jemand zufällig einen Taschenrechner in der Hand? Wer hat von uns Mathe in der Schule? Ich will aber jetzt nicht rechnen, ich bin nicht in der Schule. War noch nie in der Schule. 72, MJ Pörtig. Ja. Geht doch. Aber da habe ich hier für meinen Tank, den ich mir, nicht für meinen Tank, für meinen Boiler, den ich mir bauen will, ne? Habe ich mir hier voll was ausgerechnet, wenn ich Steam Engines anschließe und eine Turbine, ja. Wie groß dann der blöde Dampfkessel sein muss, damit er genau so viel produziert, wie ich verbrauche, damit ich weder Plus noch Minus habe. Das Problem an der Sache ist nur, du hast eine ganz kleine Einschränkung dabei. Welche? Na, es muss eine Potenz von 3 sein. Also von 9. Ja, ging aber. Weil das ist ja immer, also ich denke mal, du musst den für eine Steam-Turbine zweimal, ach nee, du kannst die ja sogar kleiner machen, oder? Du kannst die auch 2x2 nur machen zum Beispiel.
Du musst ja gar nicht 3x3 machen. Richtig, kannst du auch. Diese Turbine, die ist 3x2. Nee, aber die Steamboiler musst du ja nicht. Ja, das ist richtig. Aber die, nee, weil halt, damit so eine Turbine auf 100% läuft, frisst die ja 320 Dampf pro Tick. Ja. So, also maximal 320 Dampf. So, wenn man jetzt noch diese Industrial Steam Engines oder was hat. Ja. Genau, die haben ja auch, ich glaube, was haben die? 40 haben die, glaube ich, pro, 40 Steam haben die, glaube ich, pro Tick. So, und da muss ich jetzt rechnen, wie viel Steam ich quasi brauche, damit ich 10 Steam Engines plus die Turbine bauen kann, weißt du? Dann hast du natürlich den Spaß. Ja. Und ich habe gerade. Aber ich hab's dann doch geschafft, weil so ein einzelner Block von diesem High Pressure produziert 20 Steam per Tick. Das geht. Und da, ja, eben, da habe ich mir das dann ausgerechnet, dass ich dann einen 3x3x4 brauche. Damit ich das alles, also das ist schon ordentlich was am Material, aber damit habe ich dann alles abgedeckt. Hast du das denn mittlerweile im Mindfact drauf? Nee. Mit 3x3x4 bist du aber auch am Maximum der Größe, die überhaupt möglich ist. Nee, warte mal, 3x. Doch, 3x3x4, genau, weil dann habe ich nämlich 36 Kubikmeter. Ja. Und die 36 Kubikmeter produzieren 720 Dampf per Tick. Und 400 davon gehen für die Steam Engines drauf und 320 für die Turbine, bin ich genau bei 720. Das ist optimal. Ja, richtig, aber das ist natürlich Material ohne Ende und ich brauche eigentlich auch keine 10 Steam Engines, glaube ich. Brauchst du nicht? Glaube ich nicht. Wofür? Also, wenn ich überlege, wo meine Energieerzeugung jetzt hier gerade ist und ich bin noch lange nicht da, wo ich hin will, dann... Na gut, ich habe ja auch noch 8 Magmatic Engines. Ja. Und ich habe noch 6 Geothermalgeneratoren. Ja, aktuell habe ich hier 18 Magmatic Engines dran. Ja. Mit, wie gesagt, einem Output von 72, wenn ich noch rechnen kann. Müsste aber ganz gut hinhauen, weil wenn es 20 wären, wären es 80. Also ich denke, ich liege da schon ganz gut. So. Magmatic hat 4. Richtig. Ne? Also 4 ja. MJ. Ja. Müssten genau 72 sein. So. Wie viel hast du da dran, hast du gesagt? 18. Ach, okay, alles klar. Okay, also der Ender Tank läuft. Der roundet hier auch rum, dass wir hier drüben weiter Obsidian herstellen können. Ihr seht, wir machen gerade Theorycraft eher so als Minecraft, aber gut. Es ist halt wichtig, man muss schon ein bisschen aufpassen, was man hier hinstellt. Irgend so ein Mist bringt sie nicht. Also ich kann jetzt die Magmatics noch ein Stückchen erweitern. Ich finde den hier auch total hässlich, der hier so am Rand ist, aber egal. Und das ganze System ist ans Haupthaus angeschlossen mit einer Pufferzelle, also ans BC-Haus, die jetzt auch, ja, die füllt sich schneller, als sie leer gehen kann, das ist gut. Das ist gut. Das heißt, die Energieversorgung BC steht fest. Und jetzt, Drake, kommen wir zu deinen Spielzeugen. Zu meinen Spielzeugen. Und zwar möchte ich gerne, ich denke mal, 4 Thermalgeneratoren erstmal hinbauen. Ja, herzlichen Glückwunsch. So, das heißt, ich brauche jetzt als allererstes eine Bending-Maschine, habe ich recht? Ja. So, dann gucken wir doch mal, wie man eine Bending-Maschine baut. Mit diesem komischen Konvoyer-Dingsi-Bumsi da. So, 2 Chipsets, 4 Pistons, 2 Kompressor, ja, na klar. Okay, also bauen wir erstmal die Kompressoren. Das heißt, ich brauche definitiv mehr Refined Iron. Ja, ich habe nichts mehr. Also nehmen wir uns mal ein Stack Eisen. Nehmen wir uns mal 2 Stacks Eisen und schmeißen die mal rein, um Refined draus zu machen. Weil im Endeffekt kann man die meisten Sachen ja trotzdem aus Refined bauen, wenn ich mich richtig entsinne. Auch ja. Wenn sie normales Eisen brauchen. Deshalb ist es eigentlich egal. So, ab in den Ofen. Gut. Pistons habe ich drüben schon. Die Chipsätze kann ich auch nur mit Refined bauen. Was ich jetzt brauche, in der Zeit, wo das Zeug durchläuft, werde ich mal eine Runde Rubber Trees pflanzen und die wieder abbauen. Ich bin am überlegen, hast du es mal ausprobiert, diese Rubber Trees auf eine Baumfarm zu setzen? Auf was für eine? Auf eine Forestry Baumfarm.
Also ich habe die ganz normalen Rubber Trees habe ich auf einer Baumfarm laufen von Forest Tree. Ja, weil wir haben ja diese... Also die das Sticky Resin produzieren, ne? Nicht dieses komische weiße Gummizeug. Ja, das, was ich meine. Ja, ich verstehe, definitiv. Die läuft bei mir auf einer Forest Tree, ganz normalen Baumfarm und produziert mir ohne Ende. Ich werfe jetzt schon das Holz in meine Coke Oven. Um Koks herzustellen? Nee, das produziert nur Holzkohle, aber eben produziert das ja dann auch die Flüssigkeit hier, die komme ich jetzt nicht drauf, wie das Ding heißt. Creosote Oil. Ja, Creosote Oil, genau. Einfach nur, damit ich das Holz wegkriege. Das ist natürlich echt heftig. Also ich benutze jetzt unheimlich gerne hier Bone Meal, weil im Endeffekt Bone Meal stelle ich so viel her, dass ich... Also wenn du was wissen willst, was du bauen willst, musst, damit du viel Holz wegkriegst, bau dir den Steam Boiler, der womit harten Materialien gefüttert werden muss. Aber glaub mir, dann ist deine Holzfarm zu klein. Also dafür baue ich mir mit hundertprozentiger Sicherheit einen Spawner mit Blaze Rods. Der wird automatisiert und dann ist gut. Also das will ich auf jeden Fall noch machen. So, und pulverisieren wir mal. Und ja, für alle, die jetzt meckern, ich benutze das Zeug... Oh, da kriege ich ja 6 raus jetzt im Pulverizer. Aus den Knochen nicht 5. Haben ja, sie so haben umgestellt? Pulverizer sind Knochen 6, Blaze 4. Ah, okay. Das Maserator 5-5. Gut, aber dann reicht mir hier eigentlich ein so ein blöder Stack und dann ist gut, ey. So viel Bone Meal brauche ich nie im Leben. Kann ich ja gar nicht genug Äxte für bauen. Aber klang jetzt auch super, wie als hättest du so eine Aufmerksamkeit von so einem Schmetterling oder so. Warum? Ja, du warst gerade erzählen, so, und falls jetzt jemand meckert, dass... Oh, ich bin ja, ein weil es genau damit zu tun hatte, das ist ja genau das Problem. Ich wollte nämlich sagen, ich haus im Normalfall einen Macerator, aber mir war nämlich nach 4 und nicht nach 6. Weil dann ist es ja im Pulverizer viel sinnvoller. Ja, Pulverizer ist besser für die Knochen. Mhm. Und der Macerator ist besser für die Blaze. Ja, auf jeden Fall gut zu wissen. So, okay, jetzt hau ich mal hier. Und der Erz ist doch dieses, ich weiß, das von Factorization oder so, glaube ich, ja, ganz sinnvoll. Das, ne? Ist das Effektivste. Was die schmutzigen Erze herstellt, die musst du waschen und dann... Ja. Aber es dauert halt Ewigkeiten. Das ist richtig, aber wenn man das automatisiert, dann ist die Zeit ja egal. Ja, das Sinnvollste für schnelle Produktion ist eigentlich ein Induction Smelter in Kombination mit Rich Slag. So, wie viel haben wir jetzt? Es waren jetzt 18 Rubber und mein Inventar ist voll und es wird auch noch gleich nachts. Das heißt, erstmal zurück ins Häuschen. Gleich 3 Sachen auf einmal. Optimal, oder? Ich bin ja gerade froh, dass ich noch 6 Diamanten einstecken habe. Warum? Ach, ups. Da gibt es immer so Verrückte, die wo so viel Diamanten verbrauchen. Ich habe nur ein paar Stacks Diamanten verbraucht. Ich weiß nicht, 8 oder 9. Ich hab nur ein paar Stacks Diamanten verbraucht. Ja, das war halt, Klotzi bauen war teuer. Ja, aber darum heißt der auch Klotzinator of Doom. Das hat ja sein. Ich habe ja gesagt, das hat einen Grund. Oh, nee, doch, das war mehr Rubber, als ich brauchen werde. Das war nämlich noch ein Stack, den habe ich gar nicht gesehen. Gut. Aber wie gesagt, ich brauche keine Diamanten mehr auf dem Server. Erstmal nicht. Vorerst, würde ich gerade sagen. Ja gut, da ich ja eh noch nicht weiß, welche Maschinen da reinkommen oder was das für einen Sinn generell haben soll, aber bau einfach mal. Genau, erstmal bauen, das ist das Wichtigste und dann gucken, was man damit machen kann. Okay. So, jetzt lasse ich ihn hier Rubber produzieren und in der Zeit stelle ich schon mal die netten kleinen Maschinenblöcke her. Mach dir mal, weil der Schildermacher ist ja nicht da. Mach dir mal ein Schild und schreib drauf, niemals mit einer Spitzhacke auf Cracktech-Maschinen eindreschen. Ja, das hat auf jeden Fall Vorteile, wenn man das nicht tut. Richtig. Das kann ich nicht bestätigen. Aber da bin ich auch Profi drin. Das vergessen Siebis immer wieder. Aber ich weiß das. Inzwischen. Ich habe es gestern ja auf dem Test Alpha-Server ausprobiert. Sah gut aus, die Explosion. Ich brauche Stone. Ganz aber was auch lustig ist, was man auch nicht machen sollte, so ein volles Charging-Pad mit der Spitzhacke abbauen. Ja.
Das gab eine Explosion und mich hat's zerrissen. Das ist auf jeden Fall eine sehr gute Idee, definitiv. Ja, das war das große Charging Pad und das war's dann. Hat jemand eine Ahnung, wie lange eine Blaze Rod im Ofen hält? Blaze Rod im Ofen? Hm? Also wie viele Vorgänge? Willst du was verbrennen? Hm? Achso, hast du schon Maß? Nö, ne? Nee. Ja, weil sonst hätte ich gesagt, warst du schon im Nether? Yep, ich war im Nether. Ich habe doch einen Pigment-Spawner und einen Blaze-Rod-Spawner. Luxus. Ja. Hast du Ignatius daheim? Das könnte Tatsache sein, dass ich Ignatius habe. Ach, stimmt ja. Ich kann mir ja Blaze-Powder herstellen. Nee, da brauchst du wohl Granit. Okay. Aber ist egal, Blaze-Rods habe ich ohne Ende. Also Blaze-Rods kann ich mir auch jederzeit nachproduzieren, dadurch, dass ich den Spawner habe. Achso, so weit bin ich leider noch nicht. Ich muss jetzt gerade noch ein bisschen Kabel machen hier. Und ich habe kein Redstone. Nee. So, also bis jetzt sieht es so aus, als wäre eine Blaze Rod ungefähr 16 Verbrennungsprozesse macht. Wird dir denn nicht angezeigt, was das für eine Heizkraft hat? Warte, ich guck gerade mal. Blase. Was ist an der Blase? Blaserot. 6K EU at bla. Ne, 0,8K Heat, das war's. Ja, aber Kohle hat doch mehr als 0,8, oder? Also ich habe jetzt mit dem Blaze-Ding bereits 6, 7, 8, 10. Ja doch, das wären bestimmt 12 Vorgänge im Ofen. Hm. Mit einer Blaze-Rod, das ist schon... Also Ignatius ist noch besser und Vulkanitis ist das Beste. Hält ewig. Ja, wie gesagt, meiner wird mit Vulkanit angetrieben und der hat 25,6K Heat oder 64.000 EU im Generator. Was mache ich gerade falsch? Bisschen was. Ich will Kabel alles herstellen. In der Mitte ist Refined Iron. Rechts und links außen ist Redstone. Und ringsherum. Hat er gerade gesagt, er will Kabel herstellen? Chipsets. Stimmt, vielleicht sollte ich das aus Kabeln machen. Ich hält. Darum frage ich ja gerade. Oh. Wie war das mit dem Schmetterling? Verdammt. Oh, ah, schön. Genau. Ich fühle mich gerade hochintelligent. Hat der gerade gesagt, er will Kabel herstellen? Vor allem, ich meinte ja wirklich Kabel. Ich will ja wirklich Kabel herstellen. Das Kabelrezept ist bei mir anders in Erinnerung. Ja, ich werde jetzt auch einfach mal ein bisschen Kupfer in die Mitte packen. Vielleicht hilft's. Habe ich mal gehört, dass es gehen soll. Gut, und jetzt Chips. Erstmal. Hast du keine Indigo Flower? Doch, habe ich bestimmt auch, aber ich bin für sowas immer zu faul. Aha, okay. Ja, aber falls mal wieder ist, was du versagt und du keine Tabletten daheim hast. So, zwei Kompressoren habe ich gebaut. Hey. Woho! Du brauchst wieder zwei Circuits. Habe ich extra. Ich habe gleich schon 4 Stück gemacht, bin ich gut, oder? Ja, ich habe ja ein bisschen aufgepasst. Und die Batterie mache ich auch gerade. Obwohl ich die ja ungern aus Redstone herstelle, die würde ich ja lieber aus was anderem herstellen. Das habe ich aber, glaube ich, bis jetzt noch nicht da in den Mengen. Ich weiß gar nicht mehr, war Blei und Schwefel, oder? Schwefelblei, ja, ich glaube ja. So, Conveyor Module, da haben wir es. Fragezeichen. Ja, ich muss mal ein paar Fußballtipps abgeben hier für morgen. Ja, auf jeden Fall. Gib mal Tipps ab. Was tippst du denn? Oder für heute, je nachdem, wann deine Folge kommt. Oder die Folge ist. Oder so. Nee, die Folge wird heute kommen. Dann für morgen. Super. Also, das heißt, er tippt jetzt gegen mich. Ja, stimmt. Stimmt. Finde ich super. Düsseldorf gegen Club. Ja. Ja, stimmt. Ja, das ist herzlichen Glückwunsch.
So, seit tausenden von Folgen vermeide ich zu sagen, wo ich herkomme. Ja, wieso? Das weiß ja trotzdem keiner, oder? Ja, sag gesagt. Also jetzt weiß es jeder, ja. Weil du es quasi offiziell zugegeben hast. Aber da muss man doch auch eigentlich stolz drauf sein. Jetzt meine Identität ändern. Ja, genau. Ja, also bei 3 Millionen Abonnenten ist das sonst schon sehr anstrengend. Du hast doch 3,5 schon, dachte ich. So. Ja, man verliert irgendwann den Überblick. Ja, auf jeden Fall. Und er tippt auch nur mit eurem YouTube-Money. Das darf man auch nicht vergessen. Ja, ich tippe ja für lau, also ohne Geld. Das ist einfach nur so ein Kneipentipp. Ah, okay. Geht um Kastenbier am Ende der Saison. Das ist aber auch nicht schlecht. Also alkoholfreies Bier, ne? Klar. Natürlich, natürlich, auf jeden Fall. Milch, wissen wir ja Bescheid. So, liebe Leute, aber die Folge ist schon jetzt lang genug und wir haben ja ein bisschen was geschafft. Ich werde natürlich weiterbauen, aber das zeige ich euch dann in der nächsten Folge. Also, bis dann!